Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Music und Mystery Monday an diesem, Achtung, Montagabend. Es ist 18 Uhr und ein paar zerquetschte. Ja, man merkt dann erstmal so richtig, dass man alles verkehrt eingestellt hat, wenn es zu spät ist. Das heißt, ich bin mal wieder so am Chaos retten gewesen gerade. Und wie ihr seht, Tamara war auch so nett und hat dann die Schedule für diese Woche noch gepostet, ja, die auch noch irgendwie bis kurz vorher unvollständig war. Das haben wir auch noch schnell fertig gemacht. Aber einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen uns wieder jetzt nach dieser sehr stressintensiven und stressreichen Woche, die wir liebevoll die HGDQ-Woche nannten. Ja, es ist Montag, lieber Noctis. Ich guck mal eben in den Chat, den ich mir jetzt natürlich erstmal wieder auf den rechten Monitor ziehe. Kilion ist da, der Style-P ist da, sogar der Vogel ist da. Was denn da passiert? Ja, genau. Mein Name ist Barbara Ehlichmann. Ich bin Barbara Ehlichmann und mein Name ist Explosiv. Ja, ihr seht schon an der Schedule, wir haben den Montag ein klein wenig umfunktioniert jetzt so, weil wir müssen noch so ein bisschen Altlasten loswerden, damit wir mit den neuen Sachen beginnen können. Und gerade jetzt auch guten Abend an dich, Miri. Damit wir so den neuen Kram anfangen können. Und wir haben ja versprochen, dass die Woche so ein bisschen voller gepackt ist als die letzte. Das müssen wir ja logischerweise auch halten. Wie ihr seht, Nico Para ist mit drin. Und heute Abend ist ja entsprechend dann auch Baphomets Fluch mit drin. Und zwar in der Director's Cut Version. Ich hab's noch nicht in OBS eingestellt. Das wird also gleich lustig in der Pause. Also von daher... Wie, wo war ich vorhin um 16 Uhr? Ich scrolle über meine Timeline. Oh Gott. Lass mich raten, ich habe Yuchans Showroom verpasst. Ich bin, oh Gott. Ich bin jetzt wahrscheinlich schon aus dem Club raus, ja. Tut mir jetzt echt leid. Was ich sagen möchte, ist unter anderem auch, wir haben seit dem GDQ tatsächlich 48 neue Follower dazu bekommen. Die möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen, falls ihr das in irgendeiner Form seht. Ja, diese Menschen, die gerade im Chat sind, das sind unsere Standardmenschen, die sind sehr, sehr gerne hier und sie können euch bestätigen, dass dieser Content, den wir meistens über die Woche schmeißen, gar nicht mal so uninteressant ist. So. Auch wenn wir heute Idolmaster spielen, so dass irgendwie, naja, das ist irgendwie nie so gut besucht. Ach ja, das erinnert mich an was. Sekunde. Das müssen wir mal eben machen. Das müssen wir mal eben machen. Das ist mir nämlich auch gerade aufgefallen. Da. Ja, wir sind super vorbereitet heute. Es tut mir echt leid. Es tut mir so ein bisschen weh auch. Aber ich muss sagen, da mich ja einige Leute tatsächlich wegen Feedback gefragt haben, so. Es war echt interessant. Auch wenn das irgendwie mit Tai-Tai sehr ungeplant war, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten in einem Vorgespräch irgendwie ganz viel lustige Anekdoten noch erzählt. Und das war doch sehr interessant. Dann hat er noch erzählt, dass er irgendwie noch nie prinzipiell einen Wind Waker HD-Run gesehen hat. Und nachdem Sif ihn dann gefragt hatte, ob er das machen darf, da war er dann... Wer ist das Spiel? Baphomets Fluch. Director's Cut. Passt nicht rein, dann heißt es Baphomets Fluch. So. Ihr seht nur das Beste für Twitter. So. Da mal raus, das Ding. Vielleicht kommen ja zwei, drei Leute. Huch, was ist denn jetzt hier passiert? Ich möchte es nicht verschieben. So. Alles klar. Oh, das freut einen ja doch tatsächlich. So, ich bin wieder da. Ach ja, hallo YouTube. Genau, richtig. Ich lüge auch, zugegebenermaßen.
Nein, nur du lügst, Vogel. Deshalb bist du irgendwann bestimmt gefeuert. Nur noch nicht. Noch brauchen wir dich. Ja, also wie gesagt, Commentary war echt spannend und interessant. Es ist nach hinten ein bisschen abgeflacht tatsächlich, aber das lag auch echt daran. Ich war so müde ab einem gewissen Punkt. Ja, und es war halt echt so viel. Du musstest auf den Originalstream gucken und dann irgendwie noch den Chat so ein bisschen im Auge behalten, weil das hat Taita irgendwie nicht so ganz gemacht. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir am Ende ja noch die Donation übergeben und es war echt ganz, ganz cool. Ja, also würd ich gerne nochmal machen, definitiv. So. Gut. Wie gesagt, heute spielen wir Idolmaster und danach dann Baphomets Fluch. Ich freue mich ein bisschen tatsächlich, weil ihr habt mich jetzt bis 23.15 Uhr am Hals, sofern ihr das wollt an diesem Montag. Ja. Ah ja, und wir haben deshalb ein klein wenig später angefangen, weil bis kurz nach 18 Uhr noch die VODs von gestern hochgeladen haben. Ne? Könnte ja, da kann ja der Star-IP mal gerade eben nochmal das YouTube schmeißen. Warum soll ich den Tai-Tai denn herholen? Der hat doch schon genug um die Ohren. Ja, aber das ist doch traurig. Ich habe doch von jedem Tag jetzt eine Aufnahme gehabt, weißt du? Wir bringen Stefan noch ein bisschen Englisch bei, dann schafft er es auch, die Commands zu tippen. So. Idolmaster. Ich gehe mal eben rüber. Ja? Upp. Mal gucken, ob das hier noch funktioniert. Im Idealfall hört man jetzt das Spiel. Ah, okay. Funktioniert. Ja, fast wie vorher. Nur, dass alles nicht ganz so gut aussieht und läuft wie zum GDQ. Du, das hat ja nichts mit Kriterien zu tun, warum man hier reinpasst oder so. Ja, das liegt da daran, alle die in der Crew sind, das sind ja auch Leute, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Ja, den Stefan, den kenne ich jetzt seit 2011, die Momo kenne ich seit 2010, Tamara kenne ich logischerweise seit 2012. Ja, und Saku, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen, aber ich glaube, den kenne ich schon, seit ich auf Conventions gehe. Ja, das ist halt... Außerdem ist er bei Germansch, ne? Und wenn da heißt es noch, wir klauen den die Leute weg. So, was wollte ich? Genau. Ja, und dich seit 2016. Eigentlich kenne ich euch alle seit 2016. Wenn man das so will. Ist ja noch keiner so lange neu, dass ich sagen muss, ich kenne euch seit 2017. So, wir sind letztes Mal dabei stehen geblieben. Tatsächlich, Hatten wir mit Yayu? Mit Yayu hatten wir noch nicht das Final Live gemacht, ne? Ich weiß, ich frage das immer. Ja klar, ich will dich immer loswerden. Komm mit! Guten Abend! Will ich immer loswerden, Stefan. Deshalb habe ich dich ja auch unbedingt eine Woche hier haben wollen, weil ich dich unbedingt um die Ecke bringen wollte. Ich wollte dich zelebrierend auf dem Dorfplatz auf einem Scheiterhaufen verbrennen. Oh, der Fusi ist auch da. Guck, kaum redest du von all diesen netten Menschen, sind sie da. Jetzt warten wir noch drauf, dass Sakurion während seines Fluges hier auch noch reinkommt. Ich habe gesehen, Tai-Tai war tatsächlich in deinem Stream, im Chat. Du hast ihn sogar vorgelesen. Aber geschrieben hat er, glaube ich, nichts. So, ja. Wo sehe ich nochmal die Woche da hinten? Nein, das war der Shop. Gibt ja eh nichts im Shop. So. Ach ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Hello everyone. Momo Stefan. Hello everyone. Ja. Ja, für alle, die es in irgendeiner Form verpasst haben, die Tage, ich habe aus Versehen auf meinem eigenen Kanal gestreamt, weil ich ein paar Sachen in Wind Waker ausprobiert habe. Und irgendwie scheint das Anklang gefunden zu haben. Weiß nicht, was Leute daran finden, wenn Leute auf einmal anfangen, irgendwelche Speedrun-Techniken zu probieren und so. Das ist schwierig.
Das ist richtig schwierig. Ja, aus Versehen natürlich. Klar, aus Versehen. Wollt das eigentlich nicht. Ich hab einfach nur aus Spaß diesen Item-Slide probiert und er hat halt beim zweiten Mal funktioniert. Ich wollte das gar nicht. Dachte so, ich mache jetzt mal einfach genau das gleiche und guck mal, ob ich da über die Lava komme. Und beim dritten, vierten Mal hat es halt voll funktioniert. Und das habe ich ja sogar für euch aufgenommen. Ja, ich wurde dazu genötigt. Das waren auch Vertragsbedingungen, die ich bei Dermage unterschrieben habe. Ich habe natürlich so voll den Fame abgegriffen, Mann. Das mache ich auch immer, wenn ich irgendwas habe, wo Leute voten müssen, dann gehe ich rüber zu MyIdol und poste dann hier, postet das mal, hier, votet mal, verdammte Axt, ich brauche Stimmen. Wo ist denn, das ist jetzt schon wieder verschoben, ne? Ja. Ich hätte es umdrehen sollen wegen Zweifach, ne? Und pass in der Fahrschule auf, weißt du ja, ne? So, die Momo hat auch gerade Tutorials von Linkes geguckt. Sehr löblich. Holzi kommt wieder. Stimmt, ich hätte eigentlich Holzi aus reinem Troll beim Commentary in irgendeiner Form bei der Commentary-Aufnahme dabei haben sollen. Ich könnte natürlich versuchen, das jetzt zu gewinnen, aber irgendwie will ich gerade gar nicht, glaube ich. Ach komm, ich probiere es. Nur mal so als Frage in die Runde. Gibt es unter euch Menschen, die zufälligerweise eine großartige BBC-Serie namens Sherlock konsumiert? Ich habe den Drang, darüber zu reden. Also no Spoilers natürlich. Ich habe noch gar kein, also generell beim Love Live Spiel bin ich absolut nicht hinterher. Da musst du mich mal hooken mit, ne? Das Commentary, was ich aufgenommen habe, das ist jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, ist das beim YouTube-Kanal online. Und die Germansch-Variante, die gibt's auf dem YouTube-Kanal von Germansch zum Nachgucken. Ich glaube, das ist aber immer noch in Bearbeitung von YouTube. Der Leuenkönig. Okay, Momo sagt, hat Season 4 noch nicht geguckt. Also ich muss... Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder so Begriffe benutze, liebes Bandai Namco-Team, aber... Die vierte Season ist ein totaler Mindfuck. Ich mag diese Autoren dieser Serie so hart. Die schaffen es, selbst 2 Minuten vor Schluss noch übelst irgendwas reinzudrücken. Es ist so schlimm. Ich war heute bei Folge 3 einfach nur nach allem zumute. Ich wollte brechen, ich wollte weinen, ich wollte im Kreis rennen und Mama rufen. Es war... Oh, ich empfehle es jedem, der diese Serie in irgendeiner Form guckt, guckt euch Season 4 an, um Gottes Willen. Episode 1 ist eher so, ja gut, kann man mal machen. Aber dann alles danach ist halt so furchtbar gut.
Vor allen Dingen, ich konnte ja vorm Commentary noch unbedingt so einen kleinen Karlauer rausdrücken. Der tat mir aber auch am Ende tatsächlich leid. Und ich guck gleich wieder in den Chat. Auch wenn ich das Ding eigentlich so gut wie gewonnen habe. Was hat denn der Stefan jetzt gemacht? Wieso ist das arme Kind nicht im Bett? Ja, ja. Hast du gerade echt gefragt, wer Holmes spielt, Stefan? Echt jetzt? Lustigerweise streamt Yu-Chan immer so um Mitternacht rum. Mal so um 1, mal um 2 und so. Das ist interessant. Das Music Person war cool. Oh Gott, hier haben wir das Wasserteil. Dieses Wasserteil, ohne Witz. Gib ihr einfach nichts. Gib ihr nichts. Ach so, im Übrigen. Auch wenn man es im VOD sieht, ich habe immer noch offen alle, ich muss mal gerade die neuen Backers vorlesen, einfach aus Gründen, ja. Ich will ja keinen ausschließen, weil ihr seid ja auch alle genannt worden, ja. Zum Beispiel Kamaka Oma, der Mande 14, Rush, Matrix Blade, Bankult 91, Ganjaman. Hallo Tamara, magst du mir Holzi geben? Der Chat verlangt nach Holzi. Benplay 82, Raymond 999, Lavantus, Eisbrecher 1990, der Milchtrinker 79, Taco 1412, Ratched X 26, Polska, Darth Anakin zum Beispiel, Polymixer, Blood Rain 285, Checkgames.de, den Deus Master 1985, Zorngott, Jogged und Brad, Silberflügel 100, Ragnoran, Trixelol, geiler Name, Boosleg, Domels 93, das Alteisen, Flyer 303, Ika 561, Zerozog, Ramox, Kawasimikun und Chaos Shugo. Habe ich jemanden vergessen? Ah, Speifu noch. Ne? So, das sind alles neue Backers. Ich möchte bitte gerne, dass ihr sie nett behandelt und in der Crew begrüßt. Ach ja. Und Hunter und Katsuyo. Die sind ja dann noch Nachtzügler. So. Ne, Holzi hat noch keinen eigenen Account tatsächlich. Auch dein Typ wird verlangt tatsächlich. Ich habe nicht aufgepasst, was ist die neue Aufgabe? Ich habe Namen vorgelesen. Wo bleibt Kreuzi? Ja, ich habe mich nicht getraut. Ach komm. Noctis wedelt mit den Armen. Also, alle von diesen neuen netten Menschen herzlich willkommen bei uns. Ja, ihr seid wunderhübsche Backers. Ihr müsst ihn euch jetzt nur auf euch aufteilen. Diesen einen großartigen Backer. Also ein 48. Ist jetzt jeder von euch mindestens.
That being said, Einkaufsallergie. So, das bedeutet jetzt ja, dass wir in einer neuen Season sind. Ich will Holzi nicht teilen. Das wäre ja auch gemein, ja? Dann hat Holzi eine gespaltene Persönlichkeit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, 6 Lives muss ich machen. Das ist ja schön. Das schwendet nur wieder sehr viel Zeit. Kommt, ihr habt das vermisst. Ja? Sind wir mal ganz ehrlich. So, 6 Lives. Mhm. Die Frage ist, wahrscheinlich zählen die Rank-Up-Festivals nicht als Lives, ne? Ich würde aber Yayoi trotzdem gerne mal als das Extreme Live schubsen, ne? Ja, hier, ja. Wo ist Yayoi? Da ist Yayoi. Skill. Achso, ja, Miri hat ja gefragt, was an dieser Woche so besonders sein soll. Naja, wir haben A. 1, 2. Wir haben 3 neue Spiele in dieser Woche mit drin. Und am Donnerstag weiß man noch nicht so ganz, was passiert, ne? In Bier-Fahrschule. Bitte nicht Bier und Fahrschule kombinieren. Das funktioniert nicht. Das tut auch nicht gut, glaub's mir. Viel Erfolg. Ja, den müssen wir aktivieren. Und wir den aktivieren können. Na, war's das schon. Ja gut, den können wir jetzt eh nicht mehr aktivieren. Dann ist die Beere ja geschält. Frischluftallergie. Wir haben sehr viele Gamer, muss ich sagen. Ja, habe ich schon sehr viel von gehört. Also 3 neue Spiele in dieser Woche und Donnerstag wissen wir ja noch nicht so ganz genau, was da passiert. Der Stefan will sich aber irgendwas überlegen, weil Donnerstag so jetzt der Tag ist, wo der Chef außer Haus ist, das wäre ich. Ja, weil der muss ganz viel büffeln, ja, in einem anderen Ort, so. Damit ich lerne, für euch mehr Spiele zu verstehen, die ihr dann noch weniger versteht, falls ihr versteht, was ich meine. Was sehr viel oft verstehen in einem, egal. Oh, Moment, ja, eine neue Season, ne? Shop Raiden. So, wir haben's ja, ne? Meins. Grün. Wir haben's ja, sagte er, weißt du? Wir haben's ja. Was willst du spoilern? Du hast doch noch nichts mit mir abgesprochen, was du spoilern könntest, du Eimer. Was ist denn mit euch los? Ja, Rippkrönchen. Ich hoffe, es ist gleich noch da, sonst bin ich echt bitter traurig. Das ist leicht. Ich will auch das Krönchen haben. Ich hätte mal von rechts nach links gehen sollen, so wie ich es immer mache. Aber nein. Aber nein. Ja. Wie viel brauchen wir? 360.000, ne? Normalerweise müsste ich dann gucken, was so das übelste Money-Getter-Life ist, ne? Oh. Oh. Ja, dann müssen wir später hier so solche Lives hier machen. Dann kriegen wir voll die Asche. Wo gehst du hin? Du hebst Arme, als würdest du Oi machen wollen. Falsch. Ach so, das Überkopf-Sprudelgerät. Ach so, ja. Ja, dann mach mal.
Ach nee, das sind ja Auditions. Oh, verdammte Axt. Rippkrönchen. 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 Gut, alle Werte haben wir verteilt. Jetzt machen wir das Extreme Life. Komm. Sind wir ganz. Was gibt uns das eigentlich? Obwohl, das gibt uns auch 16.000. Oh, ja. Fratellino! Fratellino! Ich habe keine Boosts mehr. Ich habe keine Boosts mehr. Geh da ohne! Ui. Fratellino. Wie gesagt, eigentlich ist Wind Waker so frustrierend, weißt du, du fängst halt dieses Spiel an. Erstmal merkst du, oh, du hast Geburtstag. Und du bist halt erstmal total grumpy die ganze Zeit. Ja, dein Schwesterchen, das meint es nur gut mit dir, schenkt dir ihr Fernrohr für einen Tag und so, ja. Und die Omi, die gibt dir dann echt so eine coole Kluft und so. Ja, und dann wird dein Schwesterchen entführt. Ja, das ist doch kacke. Einfach ein Scheißtag. Dreh's mal wieder um. Ich fange mal hiermit an. Nur für alle Fälle. Tamara zieht mir gerade die Nase lang mit Essen. Nur so. Wolltest du nicht gehen? Sie sagt, ihr fehlt irgendwas. Sie weiß noch nicht was. Real-Life-Issues. Ja, also ich habe jetzt ein bisschen Zeit, mit euch zu quatschen, wenn ihr wollt. Also ist das jetzt... Ich muss die erste Runde eh verlieren. Ich werde traurig sein, wenn wir One for All hier durch haben. Weil der Music Monday dann so leicht abflacht. Eigentlich fällt er fast weg. Weil ich jetzt nicht weiß, ob Omega Quintet zu Visual Stories gehört oder dem Music Monday. Hashtag Issues. Nein, das haben wir ja nicht gesagt. Es kann ja sein, dass wir wieder Platinum Stars auspacken und versuchen mal so ein bisschen Grinding, aber spannend ist es dann trotzdem nicht ganz so. Jedes Rhythmus- und Musikspiel tut es ansonsten, weil vor allen Dingen, ich kann ja keine 2 Stunden lang Starlight Stage spielen. Dafür habe ich nicht genug Life Points. Okay, ich muss gleich nach Iori umschalten. Einen Appeal schmeißen und dann den Burst aktivieren. Das wird ja interessant. Lustigerweise unterhielt ich mich mit Meister Hickey persönlich die Tage und als ich ihm sagte, ja, wir haben jetzt One for All fast durch, jetzt haben wir schon mit ein paar die Credits gesehen, dann fragte er mich, das Spiel hat ein Ending? Oh Gott, Rhythm Paradise.
Leave me alone, please. Wenn, dann müssen wir Rhythm Paradise auch zusammenspielen, einfach weil Gründe. Das sollte es gewesen sein. Ja, ja, hast ja recht, Momo. Hast ja recht. Problem ist, dass ich jetzt wirklich diese Zunku-Stimme im Kopf habe, die mir so sagt, dui, dui. Das ist ein Problem. Project Diva, ja, das wäre eine interessante Sache. Ist ja so ähnlich vom Spielgefühl her wie Platinum Stars. Hast recht, ja. Könnte man mal machen. Dazu müssten wir es natürlich besitzen, aber, ne? Aber wäre an sich eine Idee, ja? Ich überlese das einfach im Chat, lieber André. Lass doch einfach ganz bleiben. Ist doch Quatsch. Seishun Gakuen ist alles, was du brauchst. Glaub's mir. Früher hätte ich gesagt, Friend Friend ist alles, was du brauchst, aber die brachen mir mein Herz. Die brachen mir mein kleines Herz. Ja. Da müsste man echt mal schauen, wie man dann den Music Monday, sobald wir hier wirklich durch sind, in irgendeiner Form zurückholt. Ja, das wird interessant. Aber erstmal ist daran ja noch nicht zu denken, wir haben ja noch Zeit. Ich lade einfach Stefan ein und dann spielen wir einfach wochenlang Rockband. Hätten wir es dann. Um Gottes Willen, Osu. Oh je. Ja.
Seitdem mein Herz gebrochen wurde von Friend, ist es einfach nicht mehr dasselbe. Ich habe aber allerdings gesehen, Nanamin hat ihr Display-Picture bei Twitter geändert die Tage. Und ja, das ist ja zumindest ein Lebenszeichen, auch wenn sie nichts postet. Und ich frage mich, ob Hinana ihre Aufnahmeprüfung geschafft hat. Weißt du, das Problem ist, auch wenn wir Osu spielen, ja, mit verschiedensten Liedern, kannst du halt bei YouTube hochladen knicken, gell? Hast du überall den Claim drauf. So wie bei Rockband halt auch, ne? So, damit hätten wir dann auch Yayoi. Kirschblüten. Ja. Ich glaube, ich möchte niemandem von AKB im Straßenverkehr begegnen. Glaub's mir. Möchte ich nicht. Möchte ich gar nicht. Glaub's mir. So. Ja, wir sind so gemein, wir drücken den Cast einfach auch weg. Das müssen wir ja praktisch live spielen. Gibt es ja doch noch so ein klein bisschen Geldschub. So, wir haben unser Idol-Diplom gekriegt. Ich will dieses Krönchen haben. Das Krönchen ist bestimmt voll imbar. Ich meine, 360.000 ist bestimmt mordsimbar. Will ich jetzt schon durch die Straßen in Japan fahren? Wagen fair, mir fährt ein Team 8 Member. Na super. So. Ich hab so den Eindruck, deine Witze werden immer schlechter, Stefan. So, das heißt, wir hätten jetzt 7 von 13. Das Gesinderella hat, wollte ich gerade sagen. Das ist aber das falsche Spiel. Geidelt. Extreme idled. Oh, nun fast wieder Weihnachten. Ach, stimmt ja, ne? Pass auf, das Krönchen ist jetzt schon weg. I feel that pain. RIP Krönchen, es war schön, wir werden uns nie wiedersehen. Verdammte Axt. Weißt du, es sind so Sachen, die kommen eigentlich nicht wieder. Was sie gekauft haben, also weg damit. So.
Ja, so wie das eine Kostüm, auf das ich schon ewig warte, dass es wiederkommt. Macht mich voll traurig. Jetzt ist ja eh... Jetzt Winter oder ist... Es muss ja Winter sein, wegen Weihnachtsbaum, ne? Jo. Ui. Dann gucken wir mal, ob wir was Winterliches haben, das wir noch nicht getragen, getun, tätet. Tätet. Was mit dem Krönchen, das macht mich jetzt traurig. Das mit dem Krönchen ist echt bitter. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach so tun kann, als wäre alles in Ordnung. Ich kann das einfach nicht. Ist schwierig. Mensch, jetzt haben wir ja fast alle Felder belegt, ne? Mit dem Krönchen ist jetzt echt bitter. Das ist richtig bitter. So richtig bitter. Hi. Ich wollte bei den Extend-Kostümen gucken. Wir haben jetzt ja einige gekauft. Ich weiß nur jetzt nicht mehr welche, weil das ist jetzt echt viel. Ist ja heute schon Weihnachten. Ja, das können wir machen. Das hatten wir, glaube ich, noch nie an, ne? Welche waren denn jetzt neu? Wir nehmen das Weihnachtsoutfit, solange wir Winter haben, ne? Wenn ich jetzt halt nur wüsste, welche neu sind, damit ich es halt mal ausprobieren kann, ne? Geh jetzt nicht alle durch, das wär zu viel Murks. So, dann gucken wir doch mal, ob wir was Passendes haben für das Weihnachtsoutfit. Läuft. Sieht bei Yayoi nur komisch aus mit den Zöpfen. Really? Das muss großartig beim Tanzen aussehen. Dann nur lieber das, ne? Bitte. Was war das? Das ist... Dance und Vocal. So, was haben sich denn jetzt die Kostümmacher gedacht, was man denen in die Hand gibt? Oder an der Hand hat? Was haben sie sich gedacht? Bestimmt die hier. Holy fuck. Entschuldigung. Echt jetzt hier. Vielleicht sollten wir sie noch in Lametta einrollen oder so. Also die beabsichtigen tatsächlich das. Würde ich jetzt schwer annehmen. Wow. Karotte. Okay, wenn Noctis sagt, so mit Karotte, komm her. Nein, um Gottes Willen. Ja, wir nehmen mal hier das Schneegestöber. Ist ja, was ist denn da los? Oh Gott, wir haben keinen einzigen Visual-Aspekt. Unser Visual ist einfach um 250 runter. Jetzt brauchen wir irgendwas mit Visual. Ja, ein Visual drin. Hamster. Geheim, Stefan. Nicht heim, so. Ja, komm. Ja, der Hamster. Ja, mein Gott. Hamster gehen im Frühling wieder. Die halten doch jetzt Winterschlaf. So, wen haben wir denn als nächstes? Wird ja immer schwieriger. Bei Ami weigere ich mich noch. Ich nehme mal jemand unexpected, würde ich sagen. Ich nehme mal Yukiho. Das kommt jetzt really unexpected, nehme ich an.
sehe jetzt schon sämtliche Steine in meine Richtung fliegen. Ach, mit ihr können wir noch gar nichts machen, das ist ja toll. Der Hamster geht auch nur mit Hibiki. Das Problem ist, jeder hat. Jeder hat Hamster. Es sei denn, jeder hat sowas anderes. So Hibiki den Alligator um den Kopf hängen und Miki den Hamster am Bein und Yayoi den Hasen in der Kapuze hocken oder so. Das wäre lustig. Wir müssen bei allen, außer bis auf Ami, müssen wir hier bei E3 anfangen. Die Frage ist halt, wie viel ich skippe davon. Ich werde mal probieren, was passiert, wenn ich hier was skippe. Jetzt einfach sag so, interessiert mich nicht, mach direkt D3. Ob ich mir damit irgendwie massiv Erfahrung skippe. Ich probiere es einfach mal gucken, was passiert. Ja, Makoto machen wir dann gleich auch noch. Sollte die Uhr im Auge behalten auch. Viel Erfolg beim Essen fangen. Das sollte jetzt ja nicht allzu schwer sein. Ach, guck mal. Trägt jeder was anderes. Das ist ja cool. Ich hab Waffeln. Aber heute ist doch gar nicht Dönerstag, Stefan. Falls ihr im Internet den verwirrendsten Chat überhaupt auf Welt wo gibt sucht, der ist bei uns. Ja. Twitch.tv/Baccacrew, falls ihr das bei YouTube seht, sehen tut. Ja, ihr könnt ihn in freier Wildbahn erleben. Ja, jeden Tag ab 18 Uhr. Bam. Die Frage überhaupt ist, wer ist Fabian Dönermann? Kenn ich den? Den schon mal getroffen? Klar sind wir alle Baggers. Du bist ja auch förmlichst beigetreten, als du gesubbt hast. Ja, gesubbt vor allen Dingen hier, gefollowed. Bin ich jetzt schon wieder blöd? Da ist er doch.
Also nur Granatapfel akzeptiere ich als Granatsplitter, ja. Ich habe auch nichts gegen Granatsplitter. Oh Gott. Hallo? Der Stefan und seine Fantasiewelt, ne? Also es gibt nichts, was ich gegen Granatsplitter einzuwenden habe. Gar nichts. Mir fällt auch nichts ein. So. Gucken wir mal, wie viel das ausgemacht hat. Ich habe natürlich entsprechend jetzt Angst, dass dadurch, dass dadurch, dass ich jetzt halt eben zwei von den Lives übersprungen habe, dass ich mir da jetzt halt entsprechende Erfahrungspunkte weggenommen habe. Weil ja praktisch jedes Live ja entsprechend auch Erfahrungspunkte gibt. Aber ich wollte eine gewisse Situation verkürzen. Huch! Ups. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gesagt, buddel dir ein Loch. Alle, die die Serie gesehen haben, wissen, was ich damit meine, mit sie buddelt sich ein Loch. Huch. Dann gucken wir mal. Also 6 Punkte dafür gekriegt. Ich will dieses Krönchen. Das lässt mich jetzt nicht los. Ich will dieses blöde Krönchen haben. Was ist, Mami? Thank you.
Ja, das setzt dem Ganzen wirklich die Krone auf. Aber richtig. Kannst aber einen drauf lassen, dass die, dass ich die Kronkorken knallen lasse, sobald ich sie hab. Wie war das noch zur Queen? Hätten Sie gern lieber Pommes oder Kronketten? Naja. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel geht wirklich hin, ja, und wedelt mit dem Mittelfinger so lange rum, bis man sich nur noch wehrlos drüber aufregen kann. Falls ihr versteht. Stimmt, Vogel, du bist morgen dran. Ich habe hier jetzt ja erstmal noch 4 Stunden Schicht, ja? Ohoho, hi, Pony. Eieiei, immer schlechter jetzt. Geht da schon gar nicht mehr drauf ein jetzt. Die diese Krone haben, guck mal, die ist voll imbar, die hat auf alles irgendwas. Andererseits würde ich auch gerne die Extend-Kostüme haben, aber... Ach ja. Ich kann es mir doch nicht kaufen, weil ich zu wenig Geld habe und keine Lives gibt, wo ich mal eben 200.000 Geld drin krieg. Du Keks. Jetzt würde ich nicht rumjammern. Mein Gott. So, jetzt gucken wir erstmal. Das sind Auditions. Guck mal, die Dinge geben auch nur 5.000 Gage. Und hier musst du 16.000 bezahlen, kriegst aber dann... Kriegst du aber dann 20.610 zurück. Das ist eigentlich alles... Oh, weißt du? Erstmal Spiel löschen, genau. Wir brauchen 6 normale Lives, ne? Ja, komm. Dann sind wir mal lieb und machen das, was das Spiel sagt. Tschüss, Yuki. Ah, ne, halt. Bevor ich sage, tschüss, Yuki, müssen wir noch ein bisschen Skill laufen. Skilltree laufen. Skilltree laufen. Trauma. Trauma. Sollten wir brauchen. Brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir noch nicht so ganz. Brauchen wir auf jeden Fall. Ja, können wir uns auch alles kaufen. Ist auch egal. Ja, bleibt ja nur noch das. Gut, haben wir uns alles gekauft, Spiel. Zufrieden jetzt? Ja, dann spielen wir mal die hohen Lives, um zu gucken, ob wir damit irgendwie so ganz spontan ein bisschen Geld reinkriegen. Müssen wir gerade gucken. Hier, 267, 270, 385. It has to be Haruka. Gut. Gut, gut. Achso, die kann ja wieder laufen, ne? Boah, aber das mit dem Krönchen, gell? Das ist so ein Arschloch-Move. Die können wir Dance nochmal hochpushen. Oder sonst noch irgendwo was, was wir theoretisch brauchen können, täten. Nö. Unser Defizit liegt bei Dance and Visual, ja. Ein kleiner Boost. Einfach nur Raid Up. Wahrscheinlich ist Raid Up gar nicht mal so verkehrt. Die sind klein, dann würde ich jetzt sagen, machen wir ein Raid Up. Können wir nochmal was nachgucken? Ja. Groß ist, das ist Score Up.
Score up oder Raid up? Gut. Wen haben wir noch im Team? Iori haben wir noch im Team und das Mami. Wo kann denn Missy noch hinlaufen? Score up, Raid up. Score up. Raid up. Score up. Score up. Ja, Omoide Drive Trio. Nun. Leider fehlt uns dann einer. Wäre aber nicht verkehrt, es zu haben. Hasse solche Entscheidungen. Jo. Dann schauen wir nochmal bei Mami vorbei. Raid für Score. Raid up, Score up. Ja, Mami Special sollten wir halt auch noch einkaufen, ne? Da haben wir noch 9 übrig. Ja, Meute Appeal plus 3. Fehlt uns einer für. Großartig. Dann sparen wir. Dann machen wir mal ein bisschen Rabatz. Ich muss gleich nochmal gucken, was das hier eigentlich genau ist. Es gibt 22.000 Fans, 11.000 Erfahrung und 9.000 Geld. Geld. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Wenigstens was unserer Form angemessen. Ja. Boosts braucht keiner, kostet ja alles Geld. Ja, Miki muss zu Hause bleiben. Das ist bestimmt voll traurig. Hat der Leader eigentlich dann immer die grüne Schleife? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oder hat einfach nur Haruka die grüne Schleife, weil es ist halt Haruka. Vor 7.1. Deine Traurigkeit ist tatsächlich die ist berechtigt. Tamara gerade nicht gemerkt hat, ist, dass sie, da sie vor meinem Gesicht rumgewedelt hat mit ihrer Hand. Den rechten Kreis nicht gesehen habe, den ich drücken muss.
Das haben wir ja dann galant vermasselt, sehe ich gerade. Das müssten wir dann mal eben noch mal wiederholen. Ich habe mir das auch schlecht eingeteilt, glaube ich. Sehr schlecht eingeteilt habe ich mir das. Wenn es jetzt mit guter Einteilung nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. 7.1. Aber mit dem letzten Appeal. Oh mein Gott. Und auch nur wegen dem Chain Complete gekriegt. Gottes Willen. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Nee. Das war knapp. Das Spiel verweigert mir immer noch die Krone. Warst du so lange weg? Drei. Nee. Das war nicht Luck, das war Skill, mein Freund. Das war gekonnt. Das war richtig gekonnt. Stimmt, heute ist wieder Montag, ne? Ich hab mal wieder Ami-Man verpasst, dadurch, dass ich hier streame. Es fällt mir jeden Montag auf. So. Ja, mit Erfahrung. So 20.000 Gage haben wir gekriegt. Ihr seht, im Prinzip haben wir nur 4.000 herausgekriegt. Das ist traurig. Oh, guck mal, aber sie haben. Ach ja, haben sie ja die ganze Zeit schon gehabt. Ja, Mann, hier ist 5 Herzchen auch wieder das Maximum. Würde ich jetzt annehmen. Traue mich gar nicht reinzugucken, ob die Krone immer noch da ist. Hey Missy.
So, jetzt nimmt das Spiel mir die Krone wieder weg. Gut. Der Herr Frosch möchte gerne deine Aufmerksamkeit. Ex-Episode 1. Das ist eine Audition, okay. Dann fällt die eh mal hinten runter. Ja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als den Kram hier zu machen, ne? Weil wir kriegen ja immer Geldboost, wenn wir Sachen ganz nett machen, ne? So ganz liebevoll. Wobei. Oh, Alter ist nur eine Nummer. Wobei. Moment. Durchaus gilt B1. Ja, komm. Weiß ich, habe die Frage gerade schon mal gestellt, also, aber ich glaube nur Haruka hat die grüne Schleife, glaube ich. Ja, 3,4, mal gucken, wie weit wir da jetzt drüber liegen. Immer diese unentschlossenen Menschen, die nicht wissen, was sie wollen, lieber André. Also die 7.1, die schafft man. Also wenn man gut ist. Dazu zähle ich mich einfach an dieser Stelle mal. Er gab doch diesen Skandal mit der SS-Uniform bei Nogi. Weiß er doch noch. Haben wir doch noch drüber geredet. So.
Ja, aber auch Haruka trägt halt eben ein komplett anderes Kostümdesign. Das ist komisch. Mir fällt jetzt erst der Weihnachtskranz in der Tür auf. Wir werden niemals Geld haben, diese Krone zu kaufen. 160.000. Oh, was ist jetzt los? Wir haben ein Weihnachtsgeschenk von Haruka gekriegt. Ja, ne? Frage ist, was der tut. Yukiho. Oh, Hagiwara. Diese Puschelschuhe, die Haruka trägt. Ew. Bei den anderen müssen wir einfach nochmal schauen. Gut. Ich guck trotzdem nochmal nach. Oder mit dem Krönchen ist jetzt vorbei, es sei denn, es ist wieder da, wenn es Sale ist. Was ich nicht glaube. Vor allem, was ist das dann? Dann ist, glaube ich, ein Fanboost. Tatsächlich, Fanplus und ein Erfahrungsboost? Oder was bedeutet das da unten? Egal. So, was haben wir denn da noch so on live Zeugs? Was? 22. Was? Ach, mit 5 Membern. Haben wir selten gemacht? Machen wir jetzt, glaube ich. Wie muss ich das denn nochmal machen? Kann ich denn? Achso, ich muss ja erst auswählen, ne? So, dann tauschen wir Yukiho gegen... Gegen wen eigentlich? Sagen Takane aus. 3. Den Miki wollen wir auch nicht daheim lassen, ne? Wird schon passen, glaube ich. Genau, 5 sind mehr als 3, aber weniger als 7. Da muss ich sagen, ja, hast du recht.
Da komme ich nicht drum rum um diese Argumentation. Guck mal, Hibiki, Level 28. Was ist denn da los? Etwas heimlassen sollte. Wir nähern uns ja schon langsam der letzten 20 Minuten in dieser Ausgabe. Ich freue mich persönlich so ein bisschen auf gleich, weil die Baphomets Fluchreihe ist eigentlich eine... Hibiki trägt auch was anderes. Asin, hallo. Möb zurück. Denn die Baphomets Fluchreihe ist eigentlich eine großartige Adventure-Reihe, die ich persönlich sehr mag. Ich gab eine Zeit, da waren wir internetlos und ich habe diese komplette Reihe fast komplett für Tamara durchgespielt. Ich sollte mit Dings arbeiten hier. Was ich sie schon hab. Dann können wir zumindest sagen, wir hatten auf jeden Fall mal Adventures auf dem Channel. Ich glaube nicht, dass das mit dem Score hinhaut. Zählen nicht vollständige Lives, also nicht geschaffte Lives, eigentlich auch zu Lives? Eine sehr gute Frage. Ich habe auch keine Ahnung, warum Hibiki das hat. Also da kommen wir um Längen noch nicht dran. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen sollten. Da müssen wir ja total imbar sein. Wie sollen wir denn auf 22 kommen? Ja, guckt zurecht betröppelt ihr alle. Vor allen Dingen spielen wir dann gleich den Director's Cut von Baphomets Fluch. Das wird auch sehr interessant. Ich habe Respekt vor einer Stelle in diesem Spiel, die sehr rätselhaft sein wird. Ich bin mal gespannt, ob ich das mal wieder auf Druck auf dem Stream hinkriege. Oder wahrscheinlich vollkommen versage. Ich bin gespannt. Freue mich. So, 20 Minütchen haben wir noch. Müssen wir mal gucken, ob das zählt.
Scheinbar hat das nicht gezählt. Ja, großartig. Ja, dann müssen wir halt diese Easy Pie Lives spielen. Nee, ich hab's auch einfach nicht hinterfragt, weißt du? Das, dann machen wir diesen ganzen Live-Rimmel-Bimmel, machen wir dann halt eben schnell. So, das sollte doch jetzt aber klappen. Fällt mir vor allen Dingen erst jetzt auf, dass auch Kotori da unten ein 8-Bit-Chibi hat. Voll gut. Wie entspannt es aber trotzdem ist, dass man halt mal keinen Gegner hat, außer vielleicht den Score. Ach ja, stimmt, meine CD Japan Punkte, die sind ja auch mittlerweile verfallen, leider. Jetzt, wo er das sagt. So, damit wären es dann noch 3.
Ich meine, dass ich dir eigentlich den Zeus Shader und so mit reingepackt habe, weil ich den auch in meinem Minecraft mit drinne. Wer da, Stefan? Deshalb macht man von allen Ordnern, die man, mit denen man FUBA macht, eine Sicherheitskopie. Ich hatte ausgelacht, ja, weil ich von allem Sicherheitskopien gemacht habe. Kannst du dir das vorstellen? Das ist eine Sauerei. Hm. 5-2. Könnte ich, nur nicht jetzt. Ist aber auch, denke ich, ganz logisch. In der Pause auch nicht. Nein! Du kannst nicht abwesend sein. Nie. Aber es kommt doch gleich ein ganz neues Spiel. Also, es ist nicht neu, aber es ist neu bei uns. Neben mir sitzt im Übrigen wieder Captain Blaubeer. Falls ihr das seht. Solltest aber eigentlich auf den FTP draufkommen und es dir holen können. Es liegt immer noch da, wo du es letztes Mal gefunden hast. Das so als kleiner Hint. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? 47, ja. Das schaffen wir noch. Oh, auf 7.2 bin ich jetzt sogar gekommen heute. Ich denke, eine Sache können wir jetzt auf jeden Fall noch machen gleich.
Ich will schon aus Gründen nicht mehr nach dem Krönchen gucken, weil ich genau weiß, ich werde den Stream dann deprimierend beenden müssen. Viel Spaß. So, dann ist das einfach das letzte Live für heute. Oh. Oh. Da hatten wir ja Glück, dass nicht Ami und Mami mit in der Auswahl waren. Ich muss jetzt gucken, weil jetzt kam die Meldung. Dieses Spiel ist ein Hintern. Mir egal, ob du die hast. So, das Live machen wir noch. Jetzt darf ich es hier natürlich nicht auch noch murksen. Die Frage kannst du dir damit selbst beantworten, dass danach ein weiterer Block ist, lieber StarLP. Aber ich deute das indirekt als, ich will Tamara nicht sehen. Ah, das ist das Problem, wenn man den ersten Block hat. Wir hätten es natürlich auch umdrehen können, aber... Das ist immer schwierig, weißt du ja. Stimmt nicht ganz, aber, sagte er. Gut, dass ihr mich jetzt alle so gut abgelenkt habt, dass wir jetzt wahrscheinlich das Live verlieren werden.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Gut. Naja, man könnte fast sagen, es ist deshalb nur ein 2-Stunden-First-Look, weil Stefan mit seinen First-Looks schon 2 Stunden überzogen hat. So. Nein, es geht halt einfach nicht. Wenn wir es umgedreht hätten, dann würde es bei Tamara wegen der Arbeit nicht funktionieren. Was blöd wäre. Außerdem machen wir es ja sowieso ganz kurz, damit ihr euch einen Eindruck von dem Spiel verschaffen könnt. Weil wir es ja sowieso bald anfangen werden. Gesetz des Falles, wenn sich Yakuza Zero nicht bei uns verirrt. Bei uns verirren tut. Ich nichts sprechen kann gerade. Somehow. Ah, immer auf den Vogel. Sonst ist immer auf die Kleinen. Das wäre Tamara, das wäre nicht cool. Klar. Das war auch eines von Stefans Vertragskriterien, dass er grundsätzlich für alles die Schuld übernehmen muss. Das Problem ist halt, ich glaube, Stefan hat das Fax nie bekommen. Aber er hat sowieso hier willig alles getan und Dinge unterschrieben, von denen er gar nichts mehr weiß. So. Dann schiebe ich mal gerade ganz kurz Holzi zur Seite. Dann nimmt Tamara Holzi eben. Ich sehe es von morgen werde ich wieder getrollt. Nein! Nein, nein. Nein, du wirst morgen nicht getrollt. Morgen habe ich gar keine Zeit, dich zu trollen. So viel steht fest. Dann sputen wir uns hier jetzt mal ein klein wenig. Ich glaube, es wäre ihm lieber, wenn er anstelle von getrollt gevögelt wird, aber das ist etwas, da reden wir nicht drüber. Ich bin immer gut zu vögeln. Ja, bevor jetzt irgendeiner Aufstand macht. Irgendwann wird uns Bandai Namco in dieses Spiel entreißen. So, dann warte ich jetzt einfach nur noch drauf, bis das hier in den Morgen geladen hat. So, dann pausiere ich hier einfach mal und gehe gut gelaunt, wie ich bin, mal rüber auf die Talgtafel. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das gleich machen werde. Müssen wir mal schauen. Ja, es ist jetzt 20 Uhr. Und gleich im Anschluss, ja, da sehen wir uns wieder, ja, das ist von jetzt in der Viertelstunde.
Und da spielen wir dann zum ersten Mal ein Point-and-Click-Adventure auf diesem großartigen Kanal, den wir liebevoll die Bagger-Crew nennen. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Habe ich das hier überhaupt vorbereitet? Das ist ja großartig. Habe ich eben nicht. Ich finde es gut, dass ich immer so vorbereitet bin. Ich guck mal gerade eben, ob ich das im Anschlag habe, hier irgendwo. Kleiner Moment. Ja. Wenn also jetzt gleich zum ersten Mal ein Point-and-Click-Adventure auf diesem großartigen Kanal spielen und das ist kein geringeres als ein Spiel, was damals von Virgin Interactive und Revolution Software entwickelt wurde. Und es schimpft sich auf den Namen Baphomets Fluch oder im Englischen Broken Sword. Ja, Click Adventures. So. Und zwar spielen wir davon den Director's Cut. Das ist neu aufgelegt worden. Baphomets Fluch. Director's Cut. Damit die Herrschaften, die jetzt zufälligerweise um diese Zeit gleich einschalten werden, vor allen Dingen einschalten, finde ich immer großartig, wenn man das als Wort für einen Internetstream benutzt, dass die auch gleich wissen, was auf sie zukommt. Machen wir da jetzt ganz schnell noch die Pausentafel fertig. So, das ist Break Baphomet. So. Ja, also Baphomets Fluch gleich um Viertel nach. Ich bin Broken Schwert, ja. Broken Sword, das wird Tamara nie aussprechen können. Deshalb haben sie das auch liebevoll in Baphomets Fluch umbenannt. Ja, das haben die nur wegen Tamara gemacht. Nur wegen Tamara. Es wäre also großartig, dass wenn ihr euch für großartige Point-and-Click-Adventures interessiert, die, naja, es ist eigentlich relativ, es ist nicht so alt, aber es ist auch nicht so neu. Aber die Reihe ist schon bei Teil 5 angekommen, wenn nicht sogar Teil 6. Ich weiß gar nicht tatsächlich. Ich glaube, 5 war der letzte Teil, den ich jetzt überhaupt besitze. Also gucken wir einfach mal, wie das gleich wird. Also wenn euch das interessiert, bleibt doch einfach dran. Um Viertel nach fangen wir damit an. Und ich werde jetzt gleich mal gucken, dass ich in der Zeit die Szene zusammenbaue und gucke, ob das Ganze auch funktioniert. Sonst wird das kritisch. Ja, so. Also bleibt doch einfach dran. Bis gleich, liebe Freunde.